Boah, Leute, es ist einfach viel zu heiß in meinem Game Room. Deswegen gibt es heute nur ein paar kleine Pickups. Ein Monat ist nämlich wieder rum. Ich habe ein bisschen was gekauft und darüber reden wir heute. Wer also Bock hat auf ein bisschen unprofessionell, unvorbereitetes Videospielgelaber, dann ja, bleibst du am besten dran, wenn du da Bock drauf hast, würde ich sagen. Jetzt gerade im Moment sind es noch 28 Grad hier bei mir in diesem Raum. Desto mehr Lampen ich hier habe, desto länger ich hier laber und desto länger ich dieses T-Shirt trage, desto ätzender wird es hier drin. Deswegen, wie gesagt, legen wir direkt los. Mein Hund, der alte Hund, der muss hier mit dabei sein. Der ist nicht in der Lage, unten alleine auf den kühleren Fliesen liegen zu bleiben. Der liegt jetzt hier neben. Ja, wird er wissen, später, dass das dumm ist. Egal. Wir fangen an. Und zwar starten wir mit der Nintendo Switch. Nintendo Switch sind tatsächlich vier Spiele an der Zahl, die ich mir gekauft habe. Im Vorfeld schon mal gesagt, ich habe es eben gesagt, unvorbereitetes und vor allen Dingen unprofessionelles Gequatsche, diesmal über die Pickups ganz entspannt. Ich will es jetzt nicht zu schnell hier machen, ne? Klar, es ist warm und so weiter und so fort, aber egal, machen wir trotzdem ganz gemütlich. Es gibt, wie gesagt, einige Spiele, da ich aber, ich muss das mal runternehmen, sonst vergesse ich das gleich. Ja, an der Kamera vorbei, dass man es nicht sieht, wunderbar. Da kommen wir nämlich dann gleich drauf zu sprechen, wenn es um die PS5 beziehungsweise dem PC geht. Ich komme nicht so viel dazu, alle Sachen, die ich hier habe, wenigstens mal anzuspielen oder irgendwie sowas, weil ich aktuell ein Spiel richtig krass am Suchten bin. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Deswegen wird es heute ein bisschen konfus wahrscheinlich, beziehungsweise ich kann halt nicht so viel über die meisten Spiele sagen. Ihr kennt es schon. Ne? Es heißt ja auch hier neu in der Sammlung und nicht irgendwie habe ich alles schon durchgespielt und ich mache eine ganze Review dazu, wie das manch andere machen. Deswegen neu in der Sammlung, also ich kann noch nicht so mega viel dazu sagen. Das erste Spiel, wozu ich noch nicht so ganz viel sagen kann, was ich aber in einem Deal gekauft habe mit einem anderen Spiel, weil sie zu dem Zeitpunkt beide im Angebot waren und ich dachte, hey komm, leg dir das mal zu, das könnte was sein, was mal teurer wird oder so. Persona 5 Royal. Ihr wisst es, ich bin ein großer JRPG-Fan. Ich spiele diese Dinger immer wieder gerne, auch wenn sie immer unfassbare Zeitfresser sind und teilweise auch die Storys unfassbar abstrus und übertrieben sind. Aber ich weiß halt, dass Persona 5 Royal bei den meisten Leuten als eines der besten JRPGs aller Zeiten gehandelt wird. Und ich kannte es noch nicht. Ich habe noch nie einen Teil der Persona-Reihe gespielt. Und deswegen dachte ich mir, hol dir das doch jetzt endlich mal. Ist von Atlas Games, die sowieso immer gute Sachen irgendwie machen. Und Persona 5 Royal war, wie gesagt, bisher noch nie irgendwie ein Thema für mich. Ich habe das immer auf dem Schirm gehabt, so war mir aber oft zu teuer und so. Und das war, wie gesagt, jetzt im Angebot ein bisschen günstiger als Vollpreis. Und da habe ich mir das zugelegt für die Sammlung. Es gibt es auch für die PS5, das weiß ich nicht, ob das jetzt sinnvoller gewesen wäre, was die Performance angeht. Aber so JRPGs sind für mich irgendwie immer so ein Ding. Für eine Nintendo-Konsole, beziehungsweise auch vor allen Dingen im Handheld-Modus, könnte ich mir vorstellen, dass man das ganz gut spielen kann. Klar, ein Xenoblade Chronicles zum Beispiel, das macht doch Sinn auf einem großen Fernseher, weil es einfach bombastisch aussieht und eine riesige Welt dann übermittelt und so. Wird hier wahrscheinlich auch so sein, aber ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, warum dieses Spiel bei vielen so gut ist, weil ich kann es noch nicht sagen. Deswegen Persona 5 Royal, erste Pickup für die Nintendo Switch. Das zweite Spiel für die Switch ist ja eigentlich aus einem Hause, die auch für ihre JRPGs bekannt sind. Das Ganze hat auch im Großen und Ganzen etwas mit JRPGs zu tun, nämlich mit ja, Final Fantasy oder generell mit Square Enix Rollenspielen. Und zwar ist es ein Rhythmusspiel. Und zwar ist es Theatrhythm Final Bar Line. Ganz genau. Ist ein Rhythmusspiel mit den bekannten Soundtracks aus allen möglichen Final Fantasy Spielen oder generell aus Square Enix Spielen. Ich weiß gar nicht, wie weit das zurückgeht, ob es wirklich nur Final Fantasy ist, was aber auch schon für mich vollkommen ausreichend wäre, weil ich bin ein Fan von Rhythmusspielen. Kann man zwischendurch immer mal spielen und wenn dann in diesem Rhythmusspiel auch noch Lieder vorkommen, die man selber gefeiert hat oder die man einfach aus der Kindheit kennt, weil sie von irgendwelchen Videospielen stammen. Und ich bin ein großer Fan von Final Fantasy 9, 8 und 7 und 10 und so weiter und so fort. Und wenn da Musikstücke in einem Rhythmusspiel bei sind, von solchen Spielen, das muss einfach sein. Ne? Und das Ding war auch, die hat etwas runtergesetzt. Ich weiß aber jetzt schon, dass ich mir dieses Spiel aufheben werde für die Winterzeit. Das macht jetzt im Sommer für mich nicht ganz so viel Sinn irgendwie. Aber ich habe es gekauft, weil es halt runtergesetzt war. Und auch hier, ich weiß nicht, ob das immer so stimmt, aber manchmal habe ich so ein Gefühl bei Spielen, wenn sie öfters oder längere Zeit den Preis halten. Manchmal sind sie sogar ein bisschen vergriffen oder so. Und dann kann man sie nicht so ohne weiteres bestellen. Zumindest nicht über Amazon oder Mediamarkt oder so. Da muss man schon woanders gucken. Aber das war hier der Fall. Das war eine Zeit lang, war das ja immer irgendwie teurer oder das war zumindest
immer normaler Preis, Startpreis, Releasepreis sozusagen. Und jetzt war das Ding mal runtergesetzt auf, lass mich nicht lügen, 40, 45 Euro oder so. Und da habe ich gedacht, ey komm, bevor das wirklich so ein Ding wird, was teurer wird letzten Endes, als es ursprünglich mal war, kauf es einfach jetzt, auch wenn ich es noch nicht spiele. Ob das so eintreffen wird und ob es vielleicht in einem Monat dann für 20 Euro zu haben ist, glaube ich eher nicht. Aber wenn es denn so wäre, gut, habe ich Pech gehabt. Aber ich habe es jetzt zu einem für mich vernünftigen Preis, den ich bereit war zu zahlen, in die Sammlung geholt und das werde ich mir dann, denke ich mal, so im Herbst, Winter mal angucken. Weil jetzt so im Sommer so ein Rhythmusspiel, gerade Final Fantasy, vielleicht sogar mit Kopfhörern oder so, damit man wirklich die Musik auch genießen kann oder so, das fühle ich jetzt eher nicht bei mittlerweile 28,2 Grad. Ihr merkt, das geht jetzt hoch da oben. Ja, deswegen schon mal geholt zu einem guten Preis. Das nächste Spiel schlägt eine ähnliche Kerbe von dem Gedanken her, dass es mal etwas teurer werden könnte. Ich, also wie gesagt, alles nur aus meiner Sicht, ob es letzten Endes wirklich so kommt, keine Ahnung. Aber das Spiel ist von Marvelous und ist ebenfalls ein sehr japanisches Spiel. Das ist eine Mischung aus einem Rollenspiel, wobei es aber eher auch eine Visual Novel ist. Ich bin nicht so der Riesenfan von Visual Novels, weil wenn ich was lesen möchte, lese ich halt ein Buch meinetwegen. Wobei ich jetzt auch nicht abgeneigt bin, ein Videospiel zu spielen und dann da viel zu lesen, wenn ich da Bock drauf habe. Und in diesem Fall spricht mich einfach der Grafikstil oder das Design an. Und zwar ist es Loop 8. Ist auch vor kurzem erst erschienen. Ich glaube sogar, dass es das vorher noch nicht mal digital gab. Wenn, dann vielleicht am PC, das weiß ich nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall ist Loop 8 eine Visual Novel gekreuzt mit ein paar Rollenspielelementen, so wie ich das gesehen habe. Und was mich einfach hier mega begeistert, ist dieser Grafikstil. Vor allen Dingen von den Zwischensequenzen. Allein schon dieses Cover hier vorne drauf. Das erinnert mich total an so alte Anime-Sachen wie Mila Superstar oder die Kickers oder so. Die hatten so ein bisschen diesen Stil und auch natürlich die Ghibli-Filme so. Die haben einen typischen Zeichenstil. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Anime-Richtungen. Ne, so, ich kenne mich da nicht aus, ich bin da nicht so drin im Thema. Aber dieser Stil, den sie hier an den Tag legen, den finde ich sehr, sehr gut. Das Ganze geht wohl irgendwie um einen Sommer in den Ferien und dann um irgendeine eine Beziehung zwischen einem Jungen und einem Mädchen, glaube ich, und aber letzten Endes auch irgendwie darum, die Welt zu retten. Das Ganze, glaube ich, mit einem Loop-Effekt, deswegen auch Loop 8. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Wie gesagt, ich fand einfach diesen Grafikstil toll und deswegen hatte ich das auf dem Schirm und hatte das damals einfach stumpf vorbestellt, weil ich es einfach gerne haben wollte. Aber auch das wird, denke ich mal, eher was sein für, ja, jetzt nach dem Sommer. Ne? Weil jetzt momentan ist mir sowas zu groß und ich spiele gerade sowieso noch ein anderes Spiel, wie gesagt. Und da es auch Summer of Gods heißt, denke ich mir, passt es schon irgendwie in den Sommer. Aber muss ich mir demnächst irgendwann mal reinziehen. Das letzte Spiel für die Nintendo Switch ist einfach im Angebot gewesen. Und auch da kann ich noch nicht so mega viel zu sagen. Es ist nämlich Ashwalkers Survival Journey. Das Ganze ist so in so einem ziemlich trüben Grafikstil gehalten. Das ist nämlich einfach in Schwarz-Weiß. So. Und das Ganze geht auch darum, dass es mehr oder weniger nach einer Apokalypse spielt oder während einer Apokalypse und wir dort auch Entscheidungen treffen, moralisch richtig und falsch und so weiter und so fort. Man kennt dieses Prinzip. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das was für mich ist, aber auch das hat mich einfach gereizt, weil es halt cool aussah. Und wie ich schon oft erwähnt habe, ey, ich sehe schon wieder die Kommentare so, ja, ey, guck dir doch vorher an, was du kaufst. So, nein, ich fand einfach den Grafikstil cool und es war relativ günstig und dann, wenn mich sowas interessiert, dann gucke ich mir das auch selber an und kaufe es halt. Ne? Das ist dann halt eben so. Hätte das Ding jetzt 70 Euro gekostet, hätte ich es nicht gekauft. Ne? Aber für den Preis von, ich glaube, 14 oder 15 Euro konnte man das auf jeden Fall mal mitnehmen. Es ist in so einem Pappschuber noch drin. Ja, da sind hier irgendwelche Karten noch mit bei und sowas. Ne? So ein Heftchen ist mit dabei. Ich hoffe, ich kriege das jetzt wieder da rein. Ja, und das kommt auf jeden Fall auch erstmal irgendwie ja, ins Regal. Ne? Ashwalkers, A Survival Journey. Das waren die Spiele für die Nintendo Switch und nun kommen wir zum PlayStation-Lager. Diesmal gibt es einiges für die PlayStation 5 und auch, aber beginnen möchte ich mit einem Spiel für die PlayStation 3. Und zwar habe ich das abgekauft bei mir auf dem Discord, weil ich einfach diese Spiele noch nicht in der Sammlung hatte. Ich habe Teil 1 davon gespielt, damals zu PlayStation 3 Zeiten. Und habe aber nur einen Teil von gespielt, habe das Ganze aber bei einem Kumpel damals mitgeguckt, der das gespielt hat und das fand ich mega gut damals. Und Teil 2 ist halt auch hier mit dabei, plus DLC und hast nicht gesehen. Und zwar ist es die Castlevania Lords of Shadow Collection.
Ne, ich betone es immer wieder, ich bin nicht so der riesen Metroidvania-Fan. Wenn es denn aber etwas sein muss von diesem original namensgebenden Spielen zu diesem Genre, dann ist es doch eher Castlevania, was mich interessiert. Ich habe in letzter Zeit einige Sachen davon mir zugelegt und auch schon angeguckt und sowas und finde das halt diese Atmosphäre einfach cool. Ich mag einfach Vampire, ich mag dieses Dracula-Ding, ich mag Werwölfe und so weiter und so fort. Und deswegen musste ich mir dann auch dieses Ding hier mal zulegen. Wie gesagt, ich habe es damals im Zuge des Platin-Tages, den ich mal hatte, mal angefangen, hatte es aber nie selber. Hab das dann von einem Kumpel, der Grüße geht übrigens raus an den Drachenleser, ne, falls du das hier siehst, dich meine ich damit, du hast ja Teil 1 damals gespielt und dann habe ich da immer mal mitgeguckt bei ihm und fand das sehr, sehr cool. Deswegen habe ich mir das jetzt ganz günstig bei mir vom Discord gekauft und ja, ne, so viel dazu. Deswegen. In der Sammlung für ein paar Euro günstig geschossen. Die Hülle ist ein bisschen zerkratzt, das werde ich vielleicht austauschen, aber letzten Endes ist es mir auch nicht so wichtig. Hauptsache, ich habe die Dinger hier. Cool ist halt auch, dass das DLC mit dabei ist auf der Disc und so weiter und so fort. Ein kleines Heftchen ist mit dabei. Ne? Kann man mal so machen. Übrigens, wo ich gerade von Discord rede, ich habe bei der letzten Pickup-Folge etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges vergessen. Und zwar wollte ich mich nochmal explizit, ich habe da ein riesen Brimborium um meine Tears of the Kingdom Edition gemacht und habe total vergessen zu erwähnen, dass der gute Hagrid, also nicht Hagrid, sondern Hagrid mit R noch davor, vor meinem Discord-Server es ermöglicht hat, dass ich die Amiibo-Figur noch bekomme zu Tears of the Kingdom. Die waren nämlich überall ausverkauft, außer bei Amazon bekam man sie irgendwann aber dann für 35 Euro oder so. Und er hat mir angeboten, hey, ich habe das Ding schon woanders bestellt, ich könnte es bei Nintendo kaufen. Beziehungsweise bei Nintendo geht das gerade. Und ich habe gesagt, ja, scheiße, ich habe aber keine Kreditkarte und so. Dann meinte er so, ja, hey, ich würde das für dich kaufen. Und sobald das dann da ist, sobald das verschickt ist, dann schickst du mir einfach das Geld und dann ist cool so. Ne? Das haben wir gemacht und letzten Endes hat er sogar gesagt, hey, ich brauch mir das Geld nicht zu geben, das siehst als Channel-Spende an, ich schenke dir das Ding. Und ey, Hagrid, es tut mir mega leid, ich habe das vollkommen vergessen. Vielen Dank für diese Aktion nochmal. Das macht nicht jeder sowas. Ne? Deswegen, ich ja, ziehe meinen Hut nicht, weil ich darunter aussehe wie Honk. Aber deswegen vielen, vielen Dank, Hagrid, an dich, dass du das ermöglicht hast, mir dieses Teil, dass ich mir das noch gönnen konnte für diese Zelda-Sammlung. Habe ich beim letzten Video total vergessen. Sorry dafür. Nun kommen wir zur PlayStation 5, beziehungsweise das erste Spiel, was wir hier behandeln, ist das Spiel, was ich aktuell am Suchten bin und schon, ja, ich würde jetzt so schätzen, zwischen 30 und 40 Stunden investiert habe mittlerweile. Und es ist auch schon durchgespielt, und zwar rede ich von Diablo 4. Meine Fresse, was hat mich dieses Spiel jetzt schon wieder gepackt? Ich habe, wie gesagt, schon einige Stunden jetzt investiert, aber ich muss dazu sagen, jetzt so langsam blicke ich es durch, wie das ganze System von diesem Spiel funktioniert. Ich habe das hier für die PS5 gekauft, damit ich es einfach an der Konsole spielen kann, weil meine Frau ab und zu auch schon mal Bock auf sowas hat und man kann es tatsächlich im Couch-Koop spielen. Man braucht halt nur zwei PSN-Accounts und meine Frau hat halt einen, deswegen funktioniert das schon. Mal gucken, wann wir das mal machen. Momentan haben wir da absolut keine Zeit für. Aber irgendwann mache ich bestimmt mit ihr mal zusammen den Char von vorne und dann spielen wir einfach so, wie wir Lust haben. Aber ich spiele es hauptsächlich am PC. Denn ich bin es einfach gewohnt, Diablo ist für mich immer ein PC-Spiel gewesen. Es lief damals Diablo 3 auf der Switch auch sehr, sehr gut, habe ich auch gern gespielt, auch da mit meiner Frau zusammen und sowas. Aber tatsächlich ist Diablo schon seit Teil 1 einfach ein PC-Spiel für mich. Und so ist es auch jetzt wieder. Es ist einfach so drin, diese Steuerung, ne, über die Tasten 1, 2, 3, 4 macht man seine Fähigkeiten plus rechte, linke Maustaste plus Q, Heiltrank. War bei Teil 3 schon so, ist so in Fleisch und Blut übergegangen und das geht bei Teil 4 genauso gut von der Hand. Da hat es doch gerade tatsächlich geklingelt. Jetzt bin ich runtergerannt, jetzt muss ich erstmal trinken. Jetzt muss ich überlegen, wo ich gerade eben dran war. Genau, sie haben Diablo 4 tatsächlich, sie haben wieder mal etwas komplett Neues geschaffen. Ich war anfangs sehr, sehr skeptisch, was dieses Spiel angeht, weil ich ein bisschen Angst vor diesem MMO-Aspekt hatte, den sie eingebaut haben. Das haben sie aber tatsächlich sehr, sehr gut gelöst, denn diesen MMO-Aspekt merkt man gar nicht so krass. Klar, man sieht in den Städten immer mal wieder andere Spieler. Man trifft auch unterwegs immer mal wieder andere Spieler. Es gibt bestimmte Events, Weltbosse oder wenn die Legionen angreifen und so. Da gibt es solche Events, wo sich die Leute treffen und das zusammen dann machen. Und danach löst sich das Ganze wieder auf. Man spielt wieder alleine weiter. Man kann in Gruppen spielen, man kann alleine spielen. Man kann Dungeons laufen, man kann die Weltkarte erkunden, man kann alles Mögliche machen. Und das ist ein wirklich cooles System geworden, muss ich zugeben. Am Anfang, wie gesagt, war ich skeptisch, aber ich finde es eigentlich ziemlich cool. Das nächste, was ich auch ziemlich cool finde, ist, dass man sich seinen Char relativ gut zusammenbauen kann und man ist nicht nur auf Drop Luck für die Items angewiesen. Bei Diablo 3 war es oft so, dass einem dann am Ende irgendwie ein Set-Teil gefehlt hat. Ohne dieses Set-Teil konnte man aber das Set nicht spielen. So, und wenn man Pech hatte, ist man stundenlang rumgelaufen und hat nichts bekommen. Und das ist jetzt hier ein bisschen anders.
Denn Set-Teile gibt es aktuell noch nicht. Vielleicht kommt das irgendwann mit einer Season oder so. Aber momentan gibt es einfach nur ganz normale Legendaries und Unique-Items. Und man baut sich daraus quasi dann den Charakter zusammen. Das Coole ist, man kann aus normalen Items, aus gelben Items, aus seltenen Items sozusagen, kann man mit bestimmten Aspekten legendäre Items bauen. Und diese Aspekte kann man in der Welt einfach freischalten. Wenn man diese dann in Dungeons freischaltet, dann sind sie allerdings immer die schwächste Version. Sprich, wenn man sie später nochmal auf einem Item selber findet, kann dieser Aspekt dann deutlich stärker sein. Mit Aspekten meine ich zum Beispiel Sachen wie, weiß ich nicht, wenn man den Wirbelwind zum Beispiel bei einem Spiel Barbar natürlich wieder, wenn man den Wirbelwind über so und so lange kanalisiert und desto länger man ihn kanalisiert, desto höher steckt der Schaden. Ne? So, und wenn ich dann 10 Sekunden rumwirbel, dann ist der Schaden auf Maximum. Wenn ich den Aspekt einfach in einem Dungeon finde und den auf eine Waffe draufballer, habe ich meinetwegen dann nur maximal 3% erhöhten Schaden. Finde ich aber eine Waffe, wo der Aspekt schon drauf ist, kann es zum Beispiel bis 9% Schaden erhöhen oder so. Und das ist, finde ich, ein ziemlich cooles System. Das heißt, ich kann mir meinen Charakter schon so, wie ich ihn spielen möchte, zusammenbauen, habe dann natürlich vielleicht einen relativ schwachen Aspekt noch drauf, aber habe ihn wenigstens schon mal und kann dementsprechend diesen Bild, den ich spielen möchte, auch gut spielen. Und das, finde ich, haben sie sehr cool gelöst, was nämlich dann quasi einen Casual-Spieler, der einfach ein bisschen Zeit verbringt und sich mit der Zeit seinen Charakter aufbaut, der kann sich seinen Charakter cool aufbauen. Es gibt aber auch eine Möglichkeit für die ganzen Hardcore-Gamer, die wirklich dann im Endgame bis Level 100 grinden und sich dann einfach ihren perfekten Char zusammenbauen, mit den perfekten Rolls auf den Waffen und Items und so weiter und so fort. Das heißt, sie haben wirklich, wirklich eine coole Mischung gemacht und mir gefällt das sehr, sehr gut. Die einzige Kritik, die ich an diesem Spiel habe, ist, weil sie haben auch das mit den Akten so ein bisschen angepasst. Bisher gab es immer Akt 1 bis 4 mit einem Ändern vielleicht noch bis Akt 5 und jeder Akt war ein einzelner Abschnitt, der durch eine Zwischensequenz unterbrochen wurde und dann kam man in ein neues Gebiet und dieses Gebiet war immer komplett anders als das vorherige Gebiet. Sprich, bei Diablo 3 war man anfangs irgendwie, wo war man denn da am Anfang nochmal? Genau, einfach auf diesen Ebenen und sowas. In Akt 2 war man in der Wüste, Akt 3 war man eben dann halt in diesem Art Gebirge, Akt 4 war man dann schon in der Hölle. Auf jeden Fall war da jedes Gebiet komplett unterschiedlich. Hier ist es jetzt so, dass das so fließend übergeht. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang gar nicht gemerkt, dass ich Akt 1 schon längst beendet hatte. Ich sagte nämlich so, boah, ich werde heute Akt 1 beenden. Dabei war ich schon längst auf dem Weg Richtung Akt 3 und habe an diesem Abend Akt 3 beendet, was ich dann irgendwann rausgefunden hatte und dachte aber immer noch, ich wäre noch in Akt 1, weil das so fließend übergeht. Das Prinzip an sich finde ich sehr gut. Was ich aber schade finde, ist, dass tatsächlich, und das ist mein Kritikpunkt, dass die ganzen Gebiete sich relativ gleich anfühlen. Ich habe jetzt nicht so, jetzt bin ich in der Wüste, jetzt bin ich irgendwie im Schnee, ich war am Anfang halt im Schneegebiet, da startet man so, das ist so Winterlandschaft und sowas, bisschen Gebirge und dann zieht man irgendwann weiter und kommt in so eine Ebene, ja, der Schnee ist dann weg, aber die Welt an sich ändert sich nicht groß. Was logisch ist, weil wir haben eine große Karte, auf der wir uns frei bewegen können, ohne diesen Aktabschnitt immer. Aber trotzdem hätte ich es cooler gefunden, wenn man doch zwischen den einzelnen Gebieten größere optische Unterschiede hat. Aber das ist natürlich meckern auf hohem Niveau, weil selbst die Gebiete jetzt sehen alle cool aus, alles toll, alles wunderbar. Design gefällt mir sehr gut, es ist sehr, sehr düster. Und was Blizzard einfach kann, sind Zwischensequenzen. Ein ganzer Film oder meinetwegen ein Kurzfilm, nur in dieser Optik von den Zwischensequenzen mit dieser Qualität, würde ich gucken, würde ich kaufen, würde ich feiern. Deswegen Diablo 4 ist auf jeden Fall bei mir ein heißer Anwärter auf das Spiel des Jahres, neben Spielen wie Zelda Tears of the Kingdom, Hogwarts Legacy ist vielleicht ein bisschen außen vor, Octopath Traveler 2 spielt dann noch vorne mit dabei. Dieses Jahr ist einfach für mich unfassbar und Diablo 4 reiht sich da nahtlos ein. Das ist der Hammer. Geiles Spiel auf jeden Fall. Kommen wir nun zu den letzten Pickups für die PlayStation 5. Da mache ich jetzt mal so einen kleinen separaten Block, weil auch diese Spiele habe ich noch nicht gespielt, beziehungsweise nur ganz kurz und ein bisschen. Es sind alles günstigere Titel gewesen und wir fangen an mit einem Titel, der vorgestern angekommen ist. Den habe ich schon mal ganz, ganz kurz gespielt und habe schon ganz viel drüber gehört. Ich habe ihn mir jetzt noch physisch gekauft, denn Square Enix hat das Ding dann doch irgendwann rausgebracht. Ich hatte es natürlich wieder über den Square Enix Shop bestellt, weil sie Werbung gemacht haben und letzten Endes hätte ich es auch ganz normal über Amazon kaufen können. War preislich aber das Gleiche, ist auch egal. Es geht um den Power Wash Simulator. Hier hatte ich ganz, ganz kurz überlegt, das Ding für die Switch zu kaufen. Aber das habe ich Gott sei Dank nicht getan, denn ich habe im letzten Moment gesehen, dass es bei der Switch leider nur einen Download-Code in der Hülle gibt. Code in the Box. Unfassbar dummes System, verstehe ich überhaupt nicht. Wenn sie eine Cartridge reinpacken und sagen, man muss das Spiel trotzdem noch irgendwie downloaden oder sowas. Selbst das ist Unsinn, ne? Aber das könnte ich noch irgendwie dann nachvollziehen.
Aber dass man einfach eine Hülle druckt, in der einfach nur ein Zettel liegt mit dem Code, ja, was soll denn der Unsinn? Damit ich eine Leerhülle habe oder was? Also, keine Ahnung. Deswegen habe ich das für die PS5 gekauft, denn hier ist tatsächlich eine Disc drin. Ich kann natürlich sein, dass man hier trotzdem noch was runterladen muss oder so. Aber es wäre halt schon schön. Also, es wird bestimmt auch ohne irgendeinen Patch laufen oder so, ne? Dabei ist auch, glaube ich, der ganze DLC-Kram, sprich, das Mansion von Tomb Raider, von die Croft Mansion sozusagen, müsste mit dabei sein. Und ich bin mal sehr gespannt. Das ist halt der Powerwash Simulator. Was soll ich denn sagen? Das ist, man muss mit einem Hochdruckreiniger Gebäude reinigen. Der Mirko von Mirkos Kosmos hat das absolut gefeiert. Er hat das stundenlang gesuchtet, hat das auf Platin gespielt und was weiß ich, was alles. Der Florian, der Zockamigo, hat das ebenfalls sehr gefeiert. Und solche Simulatoren finde ich ja zwischendurch auch mal ganz cool. Ich habe ja vor kurzem den Rasenmäher-Simulator, den Lawn-Mowing-Simulator gespielt. Auch ein sehr cooles, entspannendes Spiel. Und ich denke mal, so für den einen oder anderen Abend ist das auf jeden Fall eine coole Sache. Ich habe es schon am PC, deswegen werde ich das definitiv hier zulassen. So als Sammlerstück irgendwie, ne, als Kurioses. Aber am PC habe ich schon mal reingeguckt. Ist auf jeden Fall ein cooles Ding. Jawohl, der Power-Simulator. Das nächste Spiel habe ich gekauft, weil ich da ein kleines Videoprojekt machen möchte. Wann das kommt und wie ich das Ganze machen werde, ich weiß es noch nicht, weil ich das mit meinem besten Freund zusammen machen muss. Denn der ist Jäger. Nicht hauptberuflich, klar, aber halt, er hat einen Jagdschein und ist da auch relativ aktiv und so weiter und so fort. Und ich habe mir ein Spiel gekauft, was er sich mal angucken soll. Das würde ich gerne mit ihm zusammen mal machen und dann gucke ich mal, was er dazu sagt. Und zwar, es ist Way of the Hunter. Way of the Hunter ist ja, eine Jagdsimulation, ne? Und ich habe gelesen, dass das Ding wirklich sehr realistisch ist, ne? Es gibt manche Jagdspiele, wo man dann, weiß ich nicht, die sind total abstrus irgendwann oder so. Aber das Ding ist wohl wirklich sehr realistisch mit Anpirschen, mit auf die Lauer legen, mit Fallen aufstellen, mit leise sein und so weiter und so fort, wie das halt auf der Jagd wirklich so ist. Ich selbst war mit ihm noch nie mit. Aber vielleicht habe ich ja mal die Chance, mit ihm auch mal so mitzugehen. Vielleicht kann man das Ganze dann auch dokumentieren und da wirklich ein Video draus basteln, wann ich das Ganze machen werde und ob das jetzt bald schon kommt. Ich glaube es eher nicht. Aber das ist so mein Hinterkopf und da das Ding im Angebot war, dachte ich, jetzt ist die Chance, das zu kaufen für eben dieses Video irgendwann. Way of the Hunter. Ja, bin ich mal gespannt, was er dazu sagt. Ob er sagt, ja, das ist schon realistisch oder halt eher nicht. Könnte ganz lustig werden. Das vorletzte Spiel für dieses Video ist eins, was man eigentlich eher am PC spielt, beziehungsweise ich vor allen Dingen eher am PC spiele. Das ist ein Aufbaustrategiespiel und zwar ist es Anno 1800. Ich mag solche Spiele ja sehr gerne, ne? Ich mag gerne City Skylines, SimCity, Theme Park World und was habe ich vor kurzem gespielt? Zoo Tycoon oder was waren das eine noch? Rollercoaster, irgendwas, ist auch egal. Auf jeden Fall diese ganzen Aufbaudinger, wo man einen Park aufbaut oder eine Welt oder eine Stadt, mag ich immer sehr gerne. Und Anno ist auch so ein Ding, was ich immer mal wieder gerne gespielt habe. Ich habe mir jetzt hier diese Konsolenversion gekauft, weil sie auch günstiger war. Ne? Also klar, am PC wird es bestimmt dann bei Steam oder so auch irgendwelche Angebote geben, aber jo, das kann man auch mal an der Konsole spielen. Das ist was. Also normalerweise bei solchen Spielen verfalle ich immer schnell da rein, wirklich dann nicht mehr aufhören zu können. Ne? Das war zuletzt auch dann bei einem, hatte ich ja in einem Video mal erwähnt, bei City Skylines. Da habe ich wirklich dann die ganze Nacht durchgesuchtet und danach weiter und konnte nicht mehr aufhören und habe ganz viele andere Sachen liegen lassen. Ähnlich wie jetzt bei Diablo. Ne? Und das könnte hier auch sowas sein. Und ja, an der Konsole ist es dann, laufe ich nicht so schnell Gefahr, das so lange durchzusuchten, sondern halt dann einfach mal einen Abend zu spielen, dann ist es auch vielleicht gut. Deswegen habe ich es nicht dort gekauft. Ich weiß gar nicht genau, warum ich es jetzt für die Konsole gekauft habe. Wahrscheinlich einfach, weil es da physisch verfügbar war und halt am PC nicht. Ne? So. Naja, Anno 1800 in der Konsole Edition. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wie sich das spielen lässt auf der Konsole, weil das ist ja manchmal ein bisschen umständlich bei diesen Games auf der Konsole. Ne? Wenn man mit der Maus rumklickt, ist man ja natürlich deutlich schneller und einfacher in den Menüs unterwegs, als man das auf der Konsole so ist. Deswegen, Anno 1800 für die PlayStation 5 bin ich auch mal gespannt drauf. Das letzte Spiel ist ein Shooter, wie er ja wie er in den späten 90ern oft zu finden war. So könnte man sagen. Es ist, glaube ich, sogar ein, ja, es hat quasi einen Pixel-Look, einen Retro-Look, aber es spielt sich sehr, sehr modern, sehr, sehr flott. Und zwar rede ich von Prodeus. Prodeus ist, ich würde jetzt fast sagen, ein Doom-Klon, ist aber falsch, weil es ist halt schon irgendwie was Eigenes, aber es geht halt so in die Richtung, wie ich gerade schon sagte, wie die Anfang 2000, Ende der 90er Shooter, so Quake, Doom,
Unreal Tournament und solche Dinger. Das aber in einem sehr, sehr coolen Look, denn das Ganze ist, wie gesagt, so eine Art Pixel-Look und sowas. Gibt's auch für die Switch, aber ich dachte mir, ey, bei so einem Spiel, was wahrscheinlich sehr schnell gespielt wird, holst dir besser für die PS5. Preislich hat sich da nicht viel getan und deswegen habe ich mir das dafür geholt. Auch hier, wie ihr seht, habe ich noch nicht reingeguckt. Ist auch vor ein paar Tagen mehr oder weniger erst angekommen gefühlt. Ja, Prodeus, ne? Was soll ich dazu sagen? Solche Spiele, solche Shooter, die spiele ich selten durch, muss ich sagen. Ich habe auch die letzten Doom-Teile, habe ich gespielt, die neuen, aber nicht durchgespielt, weil das macht Bock, da rumzurennen und zu ballern, aber um das jetzt 5, 6, 7, 8 Stunden, eine Story in Anführungszeichen, durchzuspielen, das fühle ich eher nicht so. Das ist dann, das langweilt mich dann irgendwann. Deswegen hatte zum Beispiel auch ein Metal Hellsinger, weil das war ja eine ähnliche Sache, ne, von der Optik her, vom Gameplay her, plus, dass man da halt noch diesen Musikaspekt hatte mit dem Metal. Das war der einzige Grund, warum ich dieses Spiel durchgespielt habe, weil ich einfach wissen wollte, was für Musikstücke kommen da und wie spielt sich das da. Das hat man hier aber ja natürlich nicht, ne? Hier hat man einfach nur eine Story. Wiefern die Story vorhanden ist und wie gut sie ist, weiß ich nicht. Aber es gibt halt auch einen Multiplayer, ne? Man kann das auch online spielen. Vielleicht ist der Fokus auch eher darauf gesetzt, aber das werde ich mir dann irgendwann auch mal angucken. Vielleicht mache ich sowas alles wieder an meinem angespielt Abend, sofern ich bald noch mal einen mache, muss ich mal gucken. Gut, das waren die Pickups für heute. Jawolski, was soll ich groß sagen? Ne? Also wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, habt ihr davon schon was gespielt? Spielt ihr gerade auch Diablo? Ich habe übrigens für Diablo, habe ich eben vergessen zu erwähnen, einen Clan gegründet. Könnt gerne unten in der Videobeschreibung mal gucken. Da werde ich meinen Battletech reinposten. Oder das ist nämlich Finchmaster Hashtag 2909. Ich werde nur hier sagen, ich werde ihn wahrscheinlich vergessen unten zu posten. Finchmaster Hashtag 2909. Könnt ihr mich adden? Schreibt mir vielleicht kurz dann eine Nachricht, wer ihr seid, damit ich das zuordnen kann. Und dann lade ich euch in meinen Clan ein. Der Clan heißt Finchlinger. Könnt ihr gerne mit dabei sein. Da sind ein paar coole Leute mittlerweile drin, die auf meinem Discord sind und so weiter und so fort. Wir helfen uns da. Wir ziehen uns mal ein bisschen. Wir spielen mal zusammen. Wir schreiben mal ein bisschen. Nichts Wildes, keine Verpflichtungen, einfach nur mal reingucken, wenn ihr Bock habt. Gut, das war's dann auch schon. Ich muss mich jetzt abkühlen gehen. Bis dann. Tschüss.